ADHS kann eine echte Herausforderung sein. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass es natürliche Wege gibt, um die Symptome zu lindern? Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch interessieren könnte, nämlich über ADHS und die Rolle, die Aromatherapie dabei spielen kann. Ja, ich erzähle dir von ADHS in meinem persönlichen Umfeld, nämlich direkt in meiner Familie, wie es uns auch beeinflusst hat. Ja, wie wir damit umgegangen sind und wie wir definitiv hier auch mit ätherischen Ölen unterstützen konnten. Was genau ist jetzt aber ADHS und wie wirkt es sich auf unseren Alltag aus? ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Menschen mit ADHS können Schwierigkeiten haben, sich zu organisieren, sich zu konzentrieren und auch Aufgaben abzuschließen. Bei uns in der Familie gibt es eben auch meinen Sohn zum Beispiel, der ADHS hat, beziehungsweise eben hatte und der wirklich seit ja eigentlich begonnen hat, wie er Kind war, wirklich darunter gelitten hat und wir ganz lang nicht wussten, was es denn jetzt wirklich ist. Wir haben auch damals ja einige Therapeuten aufgesucht, bis uns dann wirklich jemand bestätigt hat, dass er ADHS hat. Wir haben es gemerkt eben, dass er wirklich Schwierigkeiten hatte, in der Schule sich zu konzentrieren. Er konnte nicht ruhig sitzen. Er war immer irgendwie ja auch unorganisiert. Er war nie bei der Sache. Und dann haben wir einfach begonnen, nachdem wir wussten, was er hatte, hier auch mit den ätherischen Ölen zu arbeiten. Heute stelle ich dir 6 ätherische Öle zur Unterstützung vor. Aber bevor wir zu den ätherischen Ölen kommen, möchte ich dir ein bisschen was über die Grundlagen der Aromatherapie erzählen. Ja, wenn du bereits Profi in der Aromatherapie bist, dann kannst du diesen Part jetzt natürlich gerne überspringen. Aber ich freue mich auch, wenn du dranbleibst. Die Aromatherapie ist eine alternative Heilmethode, die die verschiedensten Pflanzenteile verwendet, diese eben destilliert oder kaltpresst oder extrahiert und daraus werden eben die ätherischen Öle, sagen wir mal, hochkonzentriert gewonnen. Ja, durch diese Herstellung der ätherischen Öle haben wir wirklich die hundertprozentige Essenz in der Flasche und dadurch auch die Wirkung. Und zwar die Wirkung sowohl auf der mentalen Ebene, auf der spirituellen Ebene und natürlich auch auf der physischen Ebene. Und das macht das Öl so wertvoll. Also jedes einzelne Öl, jeder einzelnen Pflanze. Und daraus entsteht dann wiederum eben diese therapeutische Wirkung, die uns dermaßen unterstützen kann. Ja, beginnen wir gleich mit den Ölen. Und das erste Öl, das ich dir hier empfehle, und ich empfehle es jetzt ehrlich gesagt nicht nur bei ADHS, sondern wirklich dieses Öl gehört in jeden Haushalt. Und zwar unser allseits beliebtes Lavendelöl. Lavendel ist ein wahrlicher Alleskönner, würde ich mal sagen. Und gerade in Bezug auf ADHS ist es ein sehr wichtiges Öl, denn Lavendel reduziert Angstzustände und bringt dich auch wirklich zur Ruhe. Und das ist unglaublich wichtig, bei ADHS zur Ruhe zu kommen. Und natürlich ist Lavendelöl auch ein ganz ein tolles Öl, ja, um gut zu schlafen. Also diese 3 Effekte sind schon mal 3 Effekte, die dich gerade bei ADHS wirklich sehr, sehr unterstützen. Ja, das zweite sehr, sehr wichtige Öl, und das sagen wir immer, gerade bei Kindern zum Beispiel, ist die Zitrone. Und natürlich bei ADHS ein absolut unerlässliches Öl. Denn es unterstützt deine Konzentration. Wir sagen zum Beispiel immer in den Vorträgen, auch die wir machen, gib ein bisschen Zitronenöl auf so einen Bleistift, auf einen Holzbleistift, der nicht überzogen ist, und gib deinem Kind den Bleistift in die Schule mit und lass es immer wieder dran riechen, weil die Zitrone die Konzentration so sehr unterstützt. Und die Zitrone hilft dir auch, dich zu fokussieren und wirklich bei der Sache zu bleiben. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man eben unter ADHS leidet. Ja, das dritte Öl, das ich dir wirklich sehr ans Herz lege, ist ein Öl, das viele gar nicht kennen oder
gerade im Zusammenhang mit ADHS nicht wirklich kennen, und zwar das ist Vetiver. Das Vetivergras ist dem Zitronengras sehr ähnlich und hat einen sehr angenehmen, frischen Duft und hat die tolle Eigenschaft, dass es uns wirklich sehr schnell erdet. Gerade wenn unsere Konzentration so ein bisschen überall und nirgendwo ist, erdet uns wirklich Vetiver in der Sekunde und bringt auch uns in der Sekunde so total in die Ruhe. Also beruhigt uns wirklich sofort und auf der Stelle und wir sind wieder klar und können uns wieder gut konzentrieren und nach vorne schauen. Ja, ein weiteres Öl, und zwar eines meiner absoluten Lieblingsöle, ist das Ylang Ylang Öl. Ich liebe es aufgrund von diesem blumigen Duft. Und ich war eben selbst auch dabei in Ecuador bei der Ylang Ylang Ernte. Und wenn man mal diese fragile Blüte sieht, dann weiß man einfach, wie wertvoll das Öl dieser Pflanze ist. Ylang Ylang steht dafür, dass es Ängste lindert, dass es dich wirklich unterstützt, in deine Kraft zu kommen, steht auch für eine positive Stimmung aufgrund dieses sehr angenehmen, weichen Duftes, und ist wirklich dafür da, dass es dich auch in eine ganz, ganz feine, angenehme Ruhe bringt. Jetzt kommen wir zu einem Baumöl, und zwar das ist unser fünftes Öl, Zedernholz. Zedernholz ist auch ein Öl, das vom Duft her vielleicht jetzt nicht so jedermanns Sache ist, aber es ist ein ganz wichtiges Öl, das uns erdet, das uns hilft, Stress abzubauen, das uns wieder hilft, in die Ruhe zu kommen und auch wiederum klare Gedanken zu fassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, eben, wenn man unter dieser Konzentrationsschwäche leidet, wenn man darunter leidet, dass man immer von A nach B driftet und nicht weiß, was man als nächstes machen soll. Also auch hier Zedernholz, wirklich nimm dir es, um geerdet und klar zu sein. Ja, und das letzte Öl, das ich dir empfehle, ist ein ganz wichtiges Öl, nämlich die Bergamotte. Und die Bergamotte hilft dir wirklich, wenn du schon, in diese Überforderung kommst, wenn du schon wirklich da dran kratzt, ins Burnout zu gehen oder vielleicht sogar in die Depression zu gehen. Also es ist wirklich so dieses SOS-Öl schlechthin, das du immer dabei haben solltest. Wie wendest du jetzt diese Öle am besten an? Das Allerbeste, und das liebe ich am allermeisten, ist das direkte Riechen. Du nimmst dir das Öl, tropfst dir 1-2 Tropfen in die Handfläche, verreibst es und inhalierst es tief. Das liebe ich am allermeisten, weil ich weiß, dass die Öle wirklich innerhalb von Sekunden wirklich direkt ins Gehirn kommen und dort verarbeitet werden. Also unser Gehirn wirklich transformiert sofort das ätherische Öl, den Inhaltsstoff dieses ätherischen Öls, und wirkt dort instantly, glaube mir. Was kannst du natürlich noch machen, wenn dir das zu intensiv ist? Du kannst die ätherischen Öle in einen Diffuser geben. Da werden sie natürlich über die Luft diffusiert und kommen dadurch in die Luft und du atmest sie ein. Und es ist jetzt nicht ganz so intensiv, klarerweise, als das Tropfen, aber trotzdem hast du die Wirkung. Gerade am Anfang, wenn du vielleicht noch nicht so mit der Aromatherapie vertraut bist, dann ist vielleicht mit dem Diffuser, ist es vielleicht definitiv die bessere Variante. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Variante, die ist als Massage in Verdünnung mit einem Massageöl, wie zum Beispiel mit einem Mandelöl oder einem anderen Massageöl, durch das direkte Auftragen auf die Haut. Du weißt jetzt, welche Öle du verwenden kannst und natürlich auch, wie du sie anwenden kannst. Jetzt habe ich noch eine ADHS-Aromatherapie-Notfallapotheke für dich, für dein Kind oder für wen auch immer du damit unterstützen möchtest. Ja, und jetzt habe ich 2 Mischungen für dich, die wirklich sehr, sehr interessant sind und auch sehr wichtig sind für dich. Die erste Mischung ist zur Beruhigung und auch zum Einschlafen. Und zwar nimmst du ein 5 ml leeres Ölflascherl
und fügst Folgendes hinzu. 5 Tropfen Lavendel, 5 Tropfen Zedernholz und 3 Tropfen Vetiver. Ja, und dann füllst du den Rest einfach mit einem fetten Öl auf. Ja, zum Beispiel nimmst du da Mandelöl, bis dann eben das Flascherl voll ist. Die zweite Mischung ist zur Unterstützung der Konzentration. Hier nimmst du wieder ein 5 Milliliter Flascherl und füllst es mit folgenden Ölen auf. 5 Tropfen Zitrone, 5 Tropfen Bergamotte und 2 Tropfen Ylang Ylang. Den Rest füllst du dann wieder genauso auf mit einem fetten Trägeröl, eben zum Beispiel wieder mit Mandelöl. Ja, natürlich ist die Aromatherapie total umfangreich und hat noch viel mehr zu bieten als diese 6 Öle. Das waren jetzt wirklich meine absoluten Favoriten, die meinen ADHS-Alltag gut unterstützen. Ja, ich hoffe sehr, dass ich dir jetzt mit diesem Video helfen konnte, mehr über die Verwendung von der Aromatherapie bei ADHS zu erfahren, weil es hat nämlich wirklich meine Familie und mein Leben in der Familie mit ADHS total erleichtert. Ja, und wie immer zu guter Letzt, wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte abonnier doch unseren Kanal und bleib dran!